zum Einkaufszentrum. Los geht's. So. Hallo junger Mann, sag mal, hast du die Geschichten gehört, dass sich ganz normale Leute über Nacht plötzlich total verändern? Ich? Nö. Hey, du klingst ja kein bisschen besorgt. Kannst du nichts davon wissen, du wohnst hier. Ach Mist, wie kann ich so blöd sein und das Shampoo vergessen? Ist doch keine Eile, warte einfach auf den Sale. Ist am Samstag nicht Sale in der ruhigen Apotheke. Anna, ja, los, lass uns zuerst zur Polizeiwache. Achso, okay. Aber ich will mich schon mal umgucken, was gibt's denn hier so alles? Also, Club Eskapade, Chagall Café, Biblu V, also auch ein Club wahrscheinlich, Polizeiwache, dann irgendeine Gasse, Antiquitätenladen, Bluebeard Apotheke, Power Records. Wer ist das denn? Willst du in die Arcade? Ich kann dir von den Spielen erzählen, die es hier gibt. Gerne, Mama. Heute kannst du das Quiz spielen oder es mit der Omikuji-Maschine versuchen. Das Quiz ist ziemlich schwer, aber damit kannst du dein Wissen verbessern. Was die Omikuji-Maschine bringt, weiß ich nicht, aber sie wird angeblich magische Kräfte gewähren. Mehr gibt es heute nicht. Danke. Schon gut, aber erst noch... Okay, wir müssen zur Polizei. Oh, was ist denn das hier? Überall sind junge Paare, wohin man auch blickt. Da wird man ja neidisch. Worauf wartest du also? Schnapp dir jemanden und los geht's, dann wird gepimpert. Ja, du bist jung, es gibt keinen Grund, warum du nicht auch einen Schatz haben solltest. Ja, ja. Also so einfach ist das ja nicht, du kannst da... Naja, okay, was erwarte ich von so einem alten Mann? Gut, gehen wir mal zur Polizeistation. Das ist wohl die Polizei war. Dann wollen wir mal. Thank you, sir. Oh, these are the guys I was talking about earlier. Ja. Okay. Guck dir den mal an. Wenn das nicht irgendwie ein Bösewicht ist, weiß ich nicht. Der ist auch später bestimmt Bösewicht. Guck dir mal. Also, der hat zumindest diese Aura, ich weiß es nicht. This is Officer Kurosawa. He helps keep our squad well equipped. Oder man möchte mit unseren Erwartungen spielen, dass er so diese böse Aura hat, aber in Wirklichkeit eigentlich ein ganz netter ist. And this is from Ikutsuki-san. Really? Sweet! Papa. Oh, geil. You can't fight empty-handed, so find something you like. Officer Kurosawa has connections. But ist das so? These things still cost money. Of okay. Course they do. Nothing in life is free. Ja, ist ja gut. I realize that. Also der andere Waffenhändler jetzt hier so ein bisschen illegal unter der Theke, ne? Well, I'll see you later. Thanks again. Ja, dann. I've been informed about you too. Und ist das was Schlimmes oder? My job is to maintain peace in this city, regardless of the circumstances. Also wird's auch wild um dich ballern oder was, damit das passiert oder? I'm just an ordinary police officer, but it doesn't take a genius to know something strange is going on here. Okay. I'm only doing what I think is right. Ah, ich weiß nicht, der kommt mir komisch vor. Das... Ich hab nicht viel. Du solltest aber finden, was du brauchst. Okay, kann auch sein, dass er einfach nur will. Wir reden erstmal mit ihm. Ich werde nicht fragen, wofür du sie brauchst. Ich glaube aber, dass du sie aus gutem Grund verwenden wirst. Okay, aber schön, dass er uns so traut. Also scheinbar hat hier... Ich habe einen Namen vergessen. Der Frauenschwarm hat dann scheinbar auch einen guten Einfluss. Oh, Gladius. Wie kostet das Ding denn? Boah, 3400. Ah, gut, für unseren Hauptcharakter geht das schon mal, oder? Ja, ausrüsten. So, Übungsbogen, das ist halt die Frage. Also ich denke mal, so eine Heilerin lassen wir drinne. Ah, keine Ahnung, ich überlege gerade halt Rüstung. Vielleicht mal ein bisschen Rüstung. Simples Hemd, komm, wir werden... Nee, das ist jetzt schon wieder zu teuer, siehst du? Ja gut, da kaufen wir noch eine Waffe. Dann machen wir das jetzt einfach. Gehen wir mal Yukari, die würde ich sagen, weil die ist bis jetzt so noch am schwächsten so vom Angriff her. Deswegen machen wir das mal. Okay, also automatisch verkauft wird nicht, aber das können wir wahrscheinlich auch machen, oder? Verkaufen. Oh, das kann weg. Das kann weg. 1600, gut. War besser als nichts. Ah, nur 5000 Yen.
Ich verschwinde lieber, weil ich jetzt richtig miese Laune habe. Bis später. Junpei ist gegangen. I never feel like. Du, 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 du. So, es hat jetzt die Frage. Social Links haben wir jetzt einmal unter nur das. Das heißt, die Frage ist, können wir jetzt irgendwas machen hier? Game Parade. Du kannst in den vielen Läden der Stadt deine Zeit verbringen. Viele Läden verstärken deinen Charme, Mut oder dein Wissen. Sind sie hoch genug, triffst du vielleicht neue Leute. Aha, okay. Ich muss also erst sozusagen skillen, damit überhaupt erstmal die Leute auf mich aufmerksam werden. Die Spiele hier erhöhen dein Wissen, Charme, Mut und einen Wert deiner Ausrüstung. Die verfügbaren Spiele wechseln bei jedem Wochentag. Möchtest du hier bleiben, bis es dunkel wird? Erstmal gucken, was es hier gibt. Power Records. Der Laden verkauft verschiedenste Musik. Kann ja auch nichts machen. Bluebeard Arcade. Willkommen. Oh, der sieht ja cool aus, Mensch. Pater, okay, da kann ich meine Heilmittel. Da, da. I never felt like. Regeneriert TP bei einem Verbündeten. Mit Nebenwirkung. Luxuriöses Katzenfutter? Wofür brauche ich das denn? Läuft ja auch Morgana rum, oder was? Das ist Antiquitätenladen. Scheint geschlossen zu sein. Auf dem Schild steht, dass er am 9. Juli, Juni wieder eröffnet wird. Mandragora. Speisekarte Karaoke Solo 800 Yen. Sei nicht schüchtern, gib alles. Wenn du hier alleine Karaoke singst, erhöht sich dein Mut. Interessant. Nein, möchte ich nicht. Da gehen wir gleich rein. Dann haben wir noch Polizeiwache. Das ist einfach nur zum Zeug kaufen. Okay. Achso, einen Überblick verschaffen. Ist ja wichtig, ne? Biblovie, Heilmittelladen. Mit unserem Spezialprogramm für 3000 Yen schweben sie wie auf Wolke 7 davon. Also verkaufen die Drogen. Müde Geister werden sich wacher fühlen und wache Geister noch großartiger. Hier peppelst du deine Gesundheit auf. Und von Montag bis Freitag kannst du hier nachmittags als Aushilfe arbeiten. Du kannst hier von Montag bis Freitag als Aushilfe arbeiten. Möchtest du nach der Schule hier etwas Zeit verbringen? Einen Teilzeitjob annehmen, oder nicht? Pauline Einkaufszentrum, Heilmittelladen, BBV. Du hast dich bei deinem Teilzeitjob mit dem Verkauf von Heilmittel-Items total verausgabt. Ach so, das ist schon passiert. Ja gut. Im Verkaufsgespräch hast du auch Informationen über Zaubersteine mit eingebaut. Dein Wissen hat sich erhöht. Nachdem du die Kristalle in der Aussage poliert hast, hat ihr geheimnisvoller Schimmer dich verzaubert. Dein Charme hat sich erhöht. Och, na, ist doch nicht schlecht. Und noch Geld verdient. Passt. Es wird dunkel draußen, du gehst zurück ins Wohnzimmer. Ich gehe mal davon aus, dass wir später auch am Abend irgendwas machen können, ne? Welcome back. Hallöchen. Perfektes Timing, ich möchte einen Moment mit dir reden. Was unsere Erkundung des Tartarus angeht, da Akihiko immer noch auffällt, solltest du die Gruppe anführen. Ausfällt nicht auffällt. Wer weiß, wann wieder ein mächtiger Gegner auftaucht, so wie der von neulich. Auf so eine Situation sollten wir gut vorbereitet sein, sonst... Gib mir also Bescheid, wenn du den Tartarus erkunden willst. Ich rufe dann alle zusammen. Außerdem hast du abends sicher noch andere Dinge zu erledigen. Darum kannst du jetzt auch im Dunkeln raus. Das wär's von mir aus. Du kannst jetzt abends rausgehen. Ja. Das ist ja die Frage, was machen wir jetzt? Gehen wir raus oder... Also eigentlich möchte ich noch ein bisschen Tartarus erkunden. Aber vielleicht sollten wir erstmal rausgehen, weiß ich nicht. Stadtplan. Weißt du was? Wir gucken uns nochmal um. Ich werde erstmal sehen, was es noch alles so gibt. Aber wir können nur ins Einkaufszentrum oder was. Die anderen Sachen können wir gar nicht aktivieren. I never felt like. Du. Pheromonkaffee, 500 Yen. Der bezaubernde Geschmack verdreht allen die Sinne. Der berühmte Pheromonkaffee kann deinen Charme verstärken. Du kannst abends am Montag, Dienstag und Mittwoch hier als Aushilfe arbeiten. Offenbar kannst du nur abends am Montag, Mittwoch aushelfen. Möchtest du? Oder klar, warum nicht? Habe ich einen sozusagen am Tag und einen am Abend und kann da so ein bisschen. Aber warte, mache ich gleich. Erstmal hier. Club Eskapade. Boah, was ist hier los, ey? Ja, die sehen aber nicht so begeistert aus. Man denkt, hier geht voll die Mucke ab und die sind so... Ich spüre eine merkwürdige Aura um dich herum. Ich sehe Visionen in meinem Verstand, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Menschen. Bei den meisten Menschen sehe ich ganz klar und sehr weit voraus. Aber du bist anders. Deine Zukunft ist voller gleißendem Licht, aber auch voller stagnierender Schatten. Ich sehe nur einen kleinen Teil. Was dahinter liegt, ist im Nebel des Unbekannten verborgen. Welch merkwürdiges Schicksal du mir doch mit dir herumträgst. Nun denn, junger Mann, Träger von Licht und Schatten,
Wenn du mehr über die nahe Zukunft wissen willst, unterhalte dich mit mir. Ich berichte dir gerne von meinen begrenzten Visionen. Also sag, willst du dein Schicksal kennen? Nee, ist mal gut. Komm gerne wieder vorbei. Die hängt hier rum und labert uns erst mal mit ihrem Astrologie-Zeug zu, oder was? Ich kenne das Mädchen, seit wir in der Grundschule waren. Sie ist ganz verrückt nach den Weissagereien. Früher hat sie immer irgendwelche komischen Sachen aus der Tasche gezogen. Weil das ist mehr oder weniger das gleiche Modell, hat einfach nur mit anderen Frisuren und anderen Klamotten. Hat gesagt, das wären ihre Glücksbringer. Glaubst du an die Wahrsagerei? Nö. Oh, kann ich dir helfen? Dich habe ich hier, glaube ich, noch nie gesehen. Der lenkt wenigstens ein bisschen ab hier. Heutzutage passiert doch sowieso nichts. Das nennt man wohl Frieden. Was ist mit dir? Passiert in deinem Leben irgendwas? Ja. Ja. Verstehe, klingt heftig. Naja, viel Glück, aber also noch desinteressierter kann man ein Gespräch nicht führen. Ja, mit dir passiert was, ne? Ja, okay, geil, wow, heftig, Wahnsinn. Hey, was darf's sein? Bist du nicht ein bisschen jung? Naja, okay, du kannst bleiben, aber mach keinen Ärger, okay? Dann gibt's ja noch irgendwas Interessantes. Boah, gerade nicht. Gehen wir mal raus aus dem Club Escapade. Wo geht's jetzt hier runter? Ah, ja, alles klar, alles klar, alles klar. Der Velvet Room. Gut, haben wir alles erkundet, würde ich sagen. Es gibt ja verschiedene Geschäfte, wo ich Dinge verbessern kann. Und das ist sehr gut zu wissen. Ich würde aber sagen, ja, wir nehmen jetzt den Job an und am nächsten Tag könnten wir theoretisch auch mal wieder Tartarus erkunden. Ne, hier. Ja, komm. Paulina Einkaufszentrum, Chagall Café. Du hast dich bei deinem Teilzeitjob als Kellner total verausgabt. In deiner Pause hast du einen Becher des Pheromon-Kaffees des Cafés getrunken. Charme erhöht sich. Ein alkoholisierter Geschäftsmann torkelte herein und provozierte dich, aber du hast ihn professionell behandelt. Mut hat sie auch. Ey, das ist ja fast schon. Also ganz ehrlich, in dem Spiel lohnt es ja fast schon mal richtig, also arbeiten zu gehen, weil. Es sind immer zwei Sachen, die sich tatsächlich verbessern, ne? Durch Teilzeitarbeit hast du noch Geld verdient. Perfekt. Es wird schon spät. Du gehst zurück ins Wohnheim. I never felt like. Di-di-di-di-di. Hey, was geht, Bleugen, hä? Du bist ja ganz allein. Alter, ich dachte, das Gerücht über dich und Yukari-san stimmt. Weil es geht gerade erst los, ne? Ganz ehrlich, der wirkt mir ein bisschen psycho. Es ist, was es ist. Na, spezifischer will ich mal nicht werden. Ach ja? Ach, interessiert mich eh nicht. Aber seit du hergekommen bist, hattest du echt eine Pechsträhne. Weißt du, all der schräge Kram, der abgegangen ist, dass alle sagen, sie würden seltsame Stimmen hören. Ach, du hängst ja immer an deinen Kopfhörern. Da hast du wahrscheinlich nichts mitbekommen, hä? Ich trage Kopfhörer. Ist mir aufgefallen. Ba-da-ba-ba-ba. Der Klassenkamerad, mit dem du am Morgen gesprochen hattest. Hey Mann, ich pfeife mir nach der Schule Rahmen rein. Willst du mitkommen? Essen? Warum das denn? Ich verstehe das Konzept nicht. Also. Kein besonderer Grund. Ich habe nachher nur noch nichts vor. Und ich dachte, wir könnten uns noch weiter unterhalten. Was sagst du, Alter? Machen wir Rahmen und quatschen ein bisschen. Ja, neuer Social Link. Ist okay. Igor zufolge spielt die Stärke des Social Links die Stärke der Persona. Ja, ist jetzt ein bisschen random, gerade mit dem Typen abzuhängen, aber können wir gerne machen. Also, ist okay. Beschieß ihn zu begleiten. Und natürlich hier wieder so ein Erotikkalender im Hintergrund. Iwa Todai Einkaufsstraße, Rahmenbar, Hagakure. Ja, schlurft das alles weg. Puh, so gefällt mir das. Also, hatte ich recht oder hatte ich recht? Geniale Rahmen, oder? Da ist bestimmt eine Geheimzutat drin, etwas, das kein anderes Restaurant hat. Wahrscheinlich ein exotisches Gewürz. Oh, sorry, tut mir leid. Ich werde immer zum Nerd, wenn ich hier esse. Halt die Klappe und... Ja, ne, komm, nein. Wir wollen gut mit unserem Social Link umgehen. Sehe ich auch so. Denn wenn wir gut mit Social Links umgehen, kriegen wir wahrscheinlich auch bessere... Ja, bessere Erfahrungspunkte. Echt? Du weißt diesen leichten, aber unverkennbaren Eigengeschmack der Suppe zu schätzen? Wow, das ist überhaupt nicht wie jemand aus, mit dem ich normalerweise abhängen würde. Ich bin viel zu cool für dich, aber das ist egal. Oh, übrigens, ich habe gehört, dass du und Yukari euch nahesteht. Mann, du lässt doch nichts anbrennen. Bist ja gerade erst hier angekommen.
Aber da kann man dir keinen Vorwurf machen. Ein Mann muss heutzutage aggressiv vorgehen. Ja, das lasse ich jetzt mal unkommentiert hier stehen. Hey, lass uns doch mal wieder was nach der Schule machen. Wir essen was und ich verrate dir meinen geheimen Plan. Du flippst aus, wenn du den hörst. Okay. Kenji mag dich wohl. Ja, Brot scheinbar nicht auf Gegenseitigkeit, ich weiß nicht. Du bist jetzt mit Kenji befreundet, ging schnell, okay. Also ergo mit Leuten einfach mal Rahmen essen und man ist schon Best Friends. Hä? In deinem Kopf erklingt eine Stimme. Und was haben wir? Die perversen Arcana. Nein, es ist der Magician, oder? Du bist ich bin du, du bist in eine neue Bindung eingegangen. Du bist gesegnet, wenn du Personas mit den Arcana Magia erstellst. Aha, sag ich ja. Nice. Du hast den Social Link Klassenkamerad. Wow, sehr spezifisch. Des Arcanas Magier aufgebaut. Du kannst einen EP-Bonus verdienen, wenn du Personas des Arcanas Magier fusionierst. Na dann. Wenn du eine Persona besser kennenlernst, kannst du einen Social Link etablieren. Person. Wenn du Personas fusionierst, wirkt sich die Stärke des Social Links auf die resultierende Person aus. Wenn du eine Persona mit dem gleichen Arcana wie ein Social Link erschaffst, dann kannst du zusätzliche Erfahrung für diese Persona erhalten. Entdecke so viele Social Links und fusioniere so viele Personas, wie es nur geht. I try. Es wird schon dunkel draußen. Was? Ist es schon so spät? Mist, ich habe meine Lieblingssendung verpasst. Mann, ich glaub's echt nicht. Okay, gehen wir heim. Du beschließt, ins Wohnheim zurückzukehren. Na dann, los geht's. Welcome back. Hallöchen. Holgen, achtest du auf deinen Zustand? Der Aufenthalt im Tartarus kann sehr anstrengend sein. Falls bei der Erkundung des Turms all deine Konditionen draufgeht, bist du am nächsten Tag erschöpft. Das gilt auch für den Zustand der anderen. Bevor du aufbrichst, solltest du darauf achten. Aha, okay, auch interessant. Wer im Tartarus kämpft, wird schnell erschöpft. Manchmal dauert es mehrere Tage, sich zu erholen. In so einem Zustand solltest du also nicht in den Tartarus. Prüfe vorher den Zustand von allen. Ja, wie ist denn mein Zustand? Gute Frage. Wo kann ich das prüfen? Status. Mir geht's gut. Ihr geht's gut. Ihm geht's gut. Dann würde ich sagen, könnte ich doch heute noch so als schönen Abschluss für den Stream zum Tartarus gehen. Das klingt doch nach einer guten Idee, würde ich mal sagen. Ja, macht auf jeden Fall super viel Spaß. Also ich bin da echt, also ich bin richtig gut reingekommen. Also ist auch wieder, es gibt natürlich viele Gemeinsamkeiten von denen, was man so aus Persona 5 jetzt kannte, weil, na gut, es gibt halt so Dinge, die in der Spielreihe sich immer wieder bewähren, aber ist echt eine schöne eigene Geschichte, finde ich. Also auch sehr interessantes Konzept hier mit der Dark Hour. Deswegen würde ich mal sagen, Mitsuru, heute Nacht in den Tartarus gehen. Also gut, wir treffen uns um Mitternacht im Tartarus, komm nicht zu spät. Ich sag der anderen Bescheid. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen, ist halt die Frage. Kommt man weit? So. Wenn wir den Tartarus erkunden, ist das hier unsere vorläufige Operationsbasis. Ich zähle auf dich. So, natürlich speichern wir wieder. Was möchtest du zu tun? Speichern. Also ein bisschen weit sollten wir, also ein Stück weit sollten wir ja kommen. Ist jetzt ja nicht so schlimm. Bist du bereit? Bereit. Übrigens habe ich noch mehr über den Tartarus herausgefunden. Ein paar Ebenen oben gibt es eine Barrikade, die dich daran hindert, höher zu gelangen. Im Turm gibt es wohl mehrere davon, die zwischen den Ebenen verteilt sind. Ich meinte ja, dass sich der Grundriss täglich ändert, aber diese Barrieren scheinen an festen Stellen zu stehen. Deshalb bitte ich dich, die erste Barriere zu erreichen. Das ist doch ein gutes Ziel, Mensch. Aber überanstreng dich nicht. Wenn du wieder am Eingang anfängst, kannst du auf der höchsten erreichten Etage weitermachen. Ich gebe dir die hier auch, nur für den Fall der Fälle. Zweimal, oh, das ist ja auch nicht schlecht. Tresto-Juwel, Trafuri-Juwel, Kadenz, alter Falter. Falls du glaubst, in Gefahr zu sein, solltest du das unbedingt einsetzen. Ich zähle auf dich. Ich hoffe, deine Hoffnung in mich ist gut gesetzt. Gib mir einen Moment, dann schaue ich nach, was jenseits dieser Ebene liegt. Ich spüre eine starke Quelle der Macht über dir. Sie ist zwar noch ziemlich weit weg, aber du solltest dennoch auf der Hut sein. Ah, so eine Art Zwischengegner wahrscheinlich, hä? Die Frage ist natürlich... Erste Ebene habe ich jetzt ja eigentlich schon... Ne, das ist Ebene 2. Okay. Na, komm her. Ja. Der hat nämlich ja hängen geblieben. Ja, die sollten wir ja noch relativ easy wegkriegen, ne?
Wow. Konnte die einfach angreifen, ist ja fast schon. Komm. Wow. Okay. Ist wahrscheinlich durch meine bessere Waffe jetzt, ne? Ja. Hat gut geklappt. So, ich nehme an, die zwei äußeren ist Geld. Das innere wird wahrscheinlich irgendeine Heilpflanze sein. Heilpflanze. Ah, ich kriege nur das, was ich haben möchte. Nee, du hast das kleine Arcana Stab Rang 1 gezogen. Was heißt das? Fördert das Wachstum. Deine Erfahrung ist gestiegen. Oh, nice. Energie hat nach dem letzten Kampf deinen Körper durchflutet. Och, das ist ja praktisch. Okay, also Stab, so dieser Hirtenstab heißt also Erfahrungspunkte steigen. Deine Treffer- und Skillpunkte sind erhöht. Du kannst jetzt Personas bis Stufe 4 erschaffen. Nice. Ich wollte eigentlich mal gucken, wie viele Personas ich tragen kann. Ja, gibt's keine Grenze. Oder zumindest gibt's eine Grenze, aber die wissen wir noch nicht. So. Oh, eine neue Persona. Weißt du was, da können wir doch mal jetzt hier... Schlag, was haben wir denn? Murmelnde Tiara. So, mal einen physischen Angriff. Oh, krass, ey. Ja, und die komplett weg hier. Ja, komm, hau mal einfach drauf hier. Die sind ja viel zu schwach gerade. Nein! Oh. Oh. Oh, was? Die Hälfte weg. Ach du Scheiße. Okay. Das haut ja schon rein hier. Ja, komm, jetzt den machen wir so fertig. Eieiei. Ja, Pixie habe ich schon. Das heißt, ich nehme die äußere Karte, würde ich mal sagen, ne? Das ist die. Erfahrungspunkte. Stab Rang 1. Wachstum. Immer her damit. Großartig. Einfach unglaublich. Du spürst die Veränderung in dir. Auf jetzt noch eine Stufe. Okay, Stärke steigt. Mana und Glück. Und Höh? Du erlernst. Hat dir etwas gegeben. Du hast die Skillkarte AG von Orpheus erlangt. Mit Skillkarten können deine Personas den in der Karte versiegelten Skill erlernen. Aha. Eine Skillkarte verschwindet nach der Nutzung. Der gelernte Skill wird durch Fusion weitergegeben. Oh, das ist natürlich praktisch. Sehr, sehr praktisch. Io. Mana, Beweglichkeit. Und Patra. Patra ist gut. Ich glaube, das war, wenn ich mich recht erinnere, war das irgendwie so Statuseffekte aufheben oder so einfache Statuseffekte aufheben. Hermes, die Persona von Junpei, hat eine neue Stufe erlernt. Mana, Beweglichkeit, Glück. Aber leider noch nichts. Aber, ich muss mich erstmal jetzt zurechtfinden. Ich muss immer auf die Karte gucken, weil die Kamera sich eben nicht dreht. So, was kann ich jetzt hier machen? Priorität Schatten besiegen. Nutze diesen Befehl, damit deine Gruppen in der Schattenzone so angreifen. Wenn deine Verbündeten nicht stark genug sind, werden sie leicht bewusstlos, ja. Nein! Bleib bei mir. Also, das ist einfach nur, okay. Priorität erkunden. Nee, bleib mal wirklich. Erkunden ist besser, weil ich denke mal, wenn man Schatten besiegen wählt, dann gehen die wirklich direkt auf den Gegner drauf. Ne? Und das wollen wir nicht. Also aufspalten tut euch auch noch nicht. Ich wollte hier genau Skill. Yukari Dia. So. Hebt Panik, Furcht und Qual auf. Okay. Boah, also das hier mit der Karte so, das ist echt noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da muss man. Ah, gut, wenn man einfach unten hinschaut, dann sieht man ja, wo es hier potenziell lang gehen kann.